So, meine lieben Damen und Herren, wir sind wieder bei Dark Souls 3 mit am Start. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Und wir versuchen es nochmal in den großen Waldwesen. Und zwar nur zu zweit, weil Danny Phantom hier einen auf Teenager macht. Und sich nicht bewegt in die Richtung, die er sollte. Scheiße. Danke. Wow. Ach, guck mal, Dan ist auch da. Right. To the crutches. Shit. Ich habe eigentlich keine wirkliche Kraft aufzugehen. Schau mal, Danny, der hat mal alles voll. Er soll sich mal hier. Oh, fast ein Einschlag. Ja, Leute, es wird ein bisschen, ungeil, wie das alles läuft. Aber wir sind jetzt immerhin im Bosskampf mal wieder drin. Drittes Mal. Okay. Wow. Ein sehr geduldiger Mensch ist mit dem Fahren. Mein 22. Okay. I'm a Sunbro. Shit. Okay, jetzt lohnt sich wenigstens mal. Ich glaube, das war's jetzt aber auch. So. And it's getting down, down, down. Ratsch. Stamina. Shit. Ich muss noch die Augen.
Bombe. Schade, 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 schade. Echt schade. Mir gut gefallen. Mann. Okay, nutzen wir aber das, um einmal aufzuleveln. Und dann versuchen wir halt den Endgegner. 16.000 Seelen, da lässt sich doch schon was mit anfangen. Müssen wir halt den Weg machen. So. Zack. Immer. Ob ich wohl auch hier einfach runterspringen kann? Das geht bestimmt. So, dann reisen wir kurz zurück. Leveln unsere Geschicklichkeit vor allem mal auf. Und dann versuchen wir uns an den Typen in der Kirche. Wahrscheinlich konnte er deswegen nicht in die Kirche, aber wie ist der da hingekommen? Wie kam der da vor mir hin? Ah, wahrscheinlich ist er... Oder? Ist er gleich rechts gegangen? Welcome home, speak thine. Very well. Then touch, take nothing. Vielleicht kann ich sogar zwei Level, das wäre natürlich nice. Geschicklichkeit. Ja. Machen wir doch mal zwei auf Geschicklichkeit. Farewell, Ashen One. Wie viel braucht denn das Schwert hier? 16. Und ich habe jetzt... Geschicklichkeit 14, also noch 2. Cool. Dann können wir nämlich das auch relativ bald verwenden. Reisen. Zack, dahin wieder. Dann haben wir jetzt 20 Minuten, um diesen Gegner zu legen. Ich bin sehr gespannt, was kommen wird. Ich kenne ja nicht so viele Endgegner. Ich glaube, 2. Einen, den ganz am Anfang, den ersten. Und den man in der Beta gesehen hat. Und in den Trailern. Vor dem ich große Angst habe. Weil schnelle Endgegner sind immer Käse. Nein, hier wollte ich nicht raus. Hier wollte ich raus. Ich denke mal, da geht's weiter. Was soll im schlimmsten Fall passieren, außer dass ich drauf gehe? Zack, Rudel. Macht doch ein bisschen mehr Schaden als gehofft. Das macht doch deutlich mehr Schaden. Lass mal gucken, ob sich das lohnt. Öffnen. So, Leute. Nein, 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 ich bin hier am Öffnen. Jetzt lass mich mal. Jetzt gehst du weg.
Lastenaufzug. Folgst du mich immer noch? Haha. Oh. Lass du mich jetzt mal in Ruhe. Lass du mich mal alle in Ruhe, bitte. Entschuldigung. Was noch? Ich hab doch keine Zeit. Ich hoffe einfach, dass sie jetzt entweder runterfallen und ich wieder hochfahre oder sie einfach gehen. Auf diese zwei Sachen spekuliere ich. Ich höre die doch da immer noch. Ich will eigentlich erstmal mit unserem altbekannten Zwiebelkopf reden. Wo ist der jetzt hin? Ist der hin? Ihr seid auf dem Heimweg. Der ist weg? Oh Mann! Ist der sofort weg, wenn man da runterfährt? Das ist doch scheiße. Oder hockt der irgendwo und ich sehe ihn nicht? Ach Mann! Ach, das ist doch scheiße. Ist hier hinten was? Ach Mann. Das ist doch ärgerlich. Blut. Wow. Okay. Erfrier. Zack! Scheiße. Aber ich habe ihn einmal pariert bekommen. Der Weg da nicht hin, so ätzend wäre. Da nicht an 1000 Leuten vorbei müsst. Die einen in Ruhe lassen würden. Kacke, Mann. Dann gehen wir aber den langen Weg. Da runterspringen ist nicht die beste Wahl. Sehen ist mir noch nicht so mal schade. Oh Mann, jetzt hat der mich gesehen.
wie geil das auch sieht, aus, was sich anhört. Wie es jetzt halt schon scheiße ist, wieder alles. Aber so komplett kacke. Versuchen wir das nochmal. Natürlich. Wollt ihr jetzt noch alle auf mich einschlagen einmal? Ja. Ach, scheiße. Run, boy, run. This is your enemy. Hä? Jetzt geht's nach oben. What? Okay. Habe ich da nicht auch... Oh. Den Zwiebelkopf? Ja, nein, das hast du. Who are you? I help anytime. I help anytime. Okay, das ist nett. Du warst übrigens der Affe, der mich die ganze Zeit mit seinen Kacksperren da abgeworfen hat. Das wäre mir sehr geholfen, wenn du das unterlassen würdest. Hund. Die Zeit hilft mir. Zeit mir auf den Sack gehen. Ganz hoch wieder. Scheiße. Dumm, dumm, dumm. Einfach nur bescheuert. Mache ich da schon wieder 10 Minuten rum? In so einer Kacke. Da muss ich hin. Schläge braucht er immer. Liebe Leute. Das ist eine sehr, 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 sehr knifflige Stelle. Übrigens. Jetzt müssen wir den abwarten. Da danke ich doch. Scheiße, Herr. Lass mich doch einfach in Frieden. Hm.
So. Hier wollte ich doch hin. Ach, da sitzt du jetzt. Hallo. Ah. Oh. Don't disappear like that. You had me downright worried. But thanks to you, an epiphany has struck me square in the head. I've unraveled the riddle of this inscrutable lift. Ja, er geht hoch und runter, oder was? On some days I begin to doubt myself. I went up the tower, so I thought, then somehow ended up here. I'm not exactly sure what happened. Anyhow, do you see that? That humongous beast? Ja. I'm no coward and I have a steady hand, but that thing makes my skin crawl. How now? Think twice before you go down that road. Ja, so ist es halt. You didn't see a fire somewhere? Frage. Wie komme ich jetzt von hier wieder runter? Alter, okay. Jetzt bin ich plötzlich hier gelandet. Frage. Feuer? Nein, okay. No, you should have waited. Well, it's too late now. I speak word of the Knights of Katarina. Fight by your side. Alter. Okay, wer macht so einen Smooth? Oh shit. Smooth? Nein, er smooth nicht. Alter! Ey, wehe, der ist nicht einmalig. Haben wir ihn besiegt? Wir haben ihn besiegt. Okay. Wir haben ihn besiegt. Hallo. That was quite a performance. But you mustn't get in over your head. We unkindled must put our duties first. But for the moment, we've a toast to make. Siegbräu. Oh, Valor, my sword, and our victory together. Nice. Long may the sun shine. Bekomme ich diese Geste? Anstoßen. Nice. Well, I'm the only thing to do, really, after. All right, liebe Leute. Wir haben tatsächlich in dieser Folge was geschafft. Trotz kompletter Überforderung. Hier ist ein Pfad. Den gehen wir doch mal entlang. Mit gezücktem Schwert. Alter, einfach so ein humongous beast. Wie der Engländer sagen würde. Große Keule. Ah ja, da ist die. Habe ich zufällig? Nee, habe ich nicht.
Wir rüsten mal ganz kurz hier. Das. Oh, ich kann ja auch hier den mal ausrüsten. Pfeil und Bogen. Das macht nicht das, was ich gehofft hatte, dass es tut. Aber das macht nichts. Upsa. Bleiche Zunge. Na, da danke ich doch. Die wollte ich schon immer mal haben. Das ist meine Sammlung komplett. Jetzt kann ich mir meine eigenen Wasserleiche zusammen vorstellen. Ah, Nordland-Rüstung. Hier ist mein erstes Rüstungsset. Ich freue mich. Das gucken wir uns gleich mal an. Wenn wir gecheckt haben, ob das hier halbwegs sicher ist. Diese Umgebung. Alter, so viele Räder. Das macht mir ein bisschen Sorgen, dass wir bald auf solche stoßen. Hätte ich nämlich gar nicht mal so viel Bock drauf. Ach, habe ich den schon wieder abgelegt? Ne, den sieht man nur einfach nicht. Gucken wir uns die Rüstung mal an. Die leichter ist, die schwerer, Balance schlechter. Aber sie ist besser, tatsächlich. Wie sieht's helmtechnisch aus? Blutung ist die besser, aber sie ist leichter. Also taken wir diese. Wie sieht es damit aus? Da ist alles schlechter, nur das Gewicht ist besser, die Balance ist schlechter. Lassen wir das doch mal an. Wie sieht's hiermit aus? Auch hier ist wiederum das Gewicht besser, Blutung ist schlechter, Gift ist besser, Kälte ist besser. Oh, dann ziehen wir die doch mal an. So. Dann sehen wir jetzt aus wie ein Kack-Nord. I like it. Haben immer noch die Rolle, das ist gut. Müssen sogar noch ein bisschen schneller. Von hier sind wir gekommen. Check. Dann geht's hier weiter. Hoffe ich. Geht's hier weiter? Geht's denn hier weiter? Ist das so ein Spalt, wo ich weitergehen kann? Schauen wir mal. Das hier sieht mir doch sehr nach Pfad aus. Nee, da war ich auch schon. Shit. Ich habe so das dumpfe Gefühl, ich bin an der Stelle, wo Julian gestern gemault hat, dass er nicht weiterkommt. Wir laufen einmal an der Wand entlang. Vielleicht übersehe ich gerade irgendwie eine Leiter oder so oder einen Durchgang. Wahrscheinlich hier längs. That's a trap, oder? Käferkügelchen. So komplex ist das Gebiet gar nicht. Man erkennt sie ganz gut, ne? Das war ziemlich klar. Der sieht. Aber sneaky. Richtig sneaky. War hier gerade nicht noch was? Was ist hier? Was ist es mit den Leuten, die hier zu essen werden? Oh. Oh, wir sehen aber auch nicht gut aus. Uiuiui. Wir haben unsere blühenden Tage auch schon hinter uns. Den war so dran. Gucken mal, die Kette liegt gut. Hinterhalt voraus. Uiuiui.
Wir wagen es. Ah, okay. This kind of Hinterhalt. Eat that? Ugh. Die Sache ist, wir haben noch kein Feuer gefunden. Muss ich hier auch mit so Rotz rumwerfen? Ah, das war gut. Menschliches Harz? Habe ich das gerade richtig gelesen? Oh, und die Zeit ist abgelaufen. Sehe ich gerade. Ich habe ja den Ton ausgeschaltet. Oh, und da stehen zwei dicke Typen. Ob wir die besiegen, sehen wir gleich nach einer kurzen Unterbrechung, beziehungsweise im nächsten Teil von Jan. Nudelt live durch Dark Souls 3. Machen eine kurze Pause.